Hallo Leute, ich bin's, der Tobsen, und der eine oder andere hat schon wahrscheinlich wieder gedacht, ich hab den Nippel abgegeben oder hab keinen Bock mehr auf YouTube, nur weil ich eine Woche mal kein Video gemacht habe. Nein, ist natürlich Schwachsinn, aber bei den ein oder anderen größeren YouTubern, was man da teilweise in die Kommentare liest, wenn man mal ein, zwei Wochen keine Videos macht, das ist ja echt utopisch, was ich da teilweise lese, ne? Aber zum Glück haben wir hier ja auf meinem Kanal eine kleine Community, und ihr wisst ja, dass ich ab und zu auch manchmal keine Zeit habe, Videos zu machen, aber es kommen ja immer einigermaßen regelmäßig Videos. Jetzt war ich halt mal eine Woche lang beschäftigt, eigentlich zweieinhalb, aber davon kamen ja eine Woche Videos, weil ich vorproduziert hatte. Ja, aber letzte Woche hatte ich halt leider keine Videos mehr vorproduziert und war ein bisschen beschäftigt, logischerweise, deswegen kamen ja auch keine Videos. Naja. Aber heute kommt mal wieder natürlich ein Video und die nächsten Tage auch. Ein bisschen Gaming, ein bisschen Tobsens Live-Vlogs. Ein oder zwei mal gucken, je nachdem, was ich da so aufnehme. Mir schwört da schon ein bisschen was vor. Aber heute mal ein bisschen Gaming natürlich, ganz klar. Natürlich ist es der Hauptbestandteil auf meinem Kanal. Im Hintergrund seht ihr Forza Horizon 3 Gameplay-Ausschnitte von den letzten paar Spielstunden, die ich in Forza 3 verbracht habe. Ich bin so ein bisschen im Forza Horizon 4 Hype. Ich freue mich schon echt auf Forza Horizon 4. Und deswegen spiele ich das jetzt auch mal so langsam durch. Teil 2 hatte ich, glaube ich, zweimal durch. Aber Forza Horizon 3 habe ich noch nicht durchgespielt. Deswegen mache ich das jetzt. Und es ist auch das Spiel, was ich so mit am meisten feiere momentan auf der Xbox One. Ich spiele ja mehr auf der PS4, wisst ihr ja. Aber auf der Xbox feiere ich das echt. Und ich möchte halt momentan ein bisschen mehr auch wieder auf der Xbox spielen. Weil Xbox ist halt schon nice. Und Forza ist ein richtig geiles Rennspiel. Warum habe ich überhaupt heute mal ein Forza-Gameplay genommen? Also ein Racing-Game? Das hat einen bestimmten Grund. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, wie eigentlich bei jedem Commentary stelle ich mir ja mal ganz viele Fragen in meiner Birne und versuche die hier in diesem Commentary mir irgendwie selber zu beantworten oder vielleicht auch euch. Zwar habe ich mir gedacht, ich habe einfach mal zurückgeblickt. Früher habe ich übelst viele Racing Games gezockt. Ich war damals ein riesiger Fan der Need for Speed Reihe. Dass die Need for Speed Reihe jetzt nicht mehr so gut ist wie früher, das ist natürlich bekannt. Jetzt frage ich mich aber, warum fand ich die Reihe damals so gut? Oder warum fand ich Racing Games damals so gut? Heutzutage muss ich wirklich sagen, ist Forza Horizon das einzige Racing Game, was ich so spiele. Ich habe mal drüber nachgedacht, mir Need for Speed Payback noch zu holen, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das soll ja einigermaßen in Ordnung sein, das soll ja relativ spaßig sogar sein. Gran Turismo Sport, ja, Gran Turismo bin ich seit Gran Turismo 2 nicht mehr so der Fan von. Das würde ich mir wahrscheinlich eh nicht holen. Drive Club war ganz cool. Aber Forza Horizon ist wirklich so das Genre, was racing-technisch so mein Lieblings-Racing, Titel ist, muss man sagen. Also Forza Horizon 2, Forza Horizon 3, jetzt bald 4. Warum fand ich damals die Need for Speed Reihe so geil? Da habe ich mir nämlich die Frage gestellt, war es vielleicht, weil ich damals jung war und viele Spiele, die ab 16, 18 nicht spielen durfte, weil ich habe es halt, bis ich 13 war, verboten bekommen, Spiele ab 18 zu spielen. Das fing erst so mit 13 an, dass ich das spielen durfte. Manche Eltern sind da ein bisschen lockerer. Meine Mutter halt damals, zu der Zeit, wo ich halt auch Jugendlicher war, die hat erst so ab 13 gesagt, yo, jetzt kannst du mal hier deine Action-Games, Call of Duty, Schlag mich tot spielen. Dann durfte ich das. Aber davor hatte ich halt so Spiele wie Need for Speed. Need for Speed Most Wanted oder das erste Need for Speed, was rauskommt, Need for Speed Underground. So, und jetzt stelle ich mir die Frage, waren die damals genauso schlecht wie die heutigen Need for Speeds, und fand ich sie nur gut, weil ich halt nur diese Spiele größtenteils spielen durfte, oder waren die tatsächlich so gut? Da habe ich mal ein bisschen drüber nachgedacht und habe auch so drüber nachgedacht, was denn meine Freunde so gespielt haben. Es gab nämlich den einen oder anderen Freund, der durfte halt schon Spiele ab 18 spielen, und der hat trotzdem Need for Speed Most Wanted gespielt oder Carbon oder Need for Speed Underground 2, Need for Speed Underground 1, weil er sie einfach gefeiert hat, weil es einfach mega geile Racing Games waren. Ich habe jetzt nochmal Need for Speed Underground 2 letztes Mal auf der Xbox gespielt, auf der Xbox 1, und ich muss sagen, es ist immer noch mega geil. Und da hat sich mir die Frage eigentlich so schon bestätigt, die Need for Speed Teile damals, die waren echt geil. Also ich musste wirklich, um mir das selber zu bestätigen, musste ich das Spiel nochmal in die Konsole legen
ob ich es denn heute noch gut finde. Es gab damals auch noch viele, viele andere Spiele, wie zum Beispiel Ratchet & Clank oder Jak 2 Renegade oder Jak 3, die ich damals gespielt habe, wo ich mir auch die Frage gestellt habe, fand ich die damals nur cool, weil ich halt damals Jugendlicher war und das halt so mein Ding war als Jugendlicher oder als Kind, oder war es halt, weil die Spiele halt echt geil waren, ja. Ratchet, habe ich Ratchet gesagt? Ja, Ratchet habe ich gesagt. Ratchet, verdammt, Mann. Ich meine, Jak 2 Renegade, so. Obwohl Ratchet war halt auch geil, Ratchet & Clank. Aber Jak 2 Renegade habe ich mir jetzt nochmal für die PS4 geholt. Habe ich auch für die PS2 im Schrank stehen. Aber ich habe es mir jetzt als PS4, Download geholt im PSN Store und bin gerade dabei, das wieder durchzuspielen. Das macht mir noch immer genauso viel Spaß wie früher. Das hätte ich nicht gedacht. Es gibt ja wirklich Spiele, wo man sagt, die fand ich nur geil, weil sie damals halt irgendwie im Trend waren oder, ja, keine Ahnung, weil ich halt nichts anderes spielen durfte oder weil es damals halt cool war. Aber die Spiele, die sind wirklich bis heute noch geil. Finde ich einfach, ja, genial. Das ist jetzt wieder so ein bisschen Random Talk, aber das sind so Sachen, die gehen mir spontan manchmal durch den Kopf, die muss ich in den Commentaries einfach loswerden, ja. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich YouTube-Videos mache, um Sachen, ja, mir selber zu beantworten in manchen Commentaries oder die mit euch zu teilen, um über verschiedene Themen im Bereich Gaming zu sprechen und eure Meinung dazu zu hören, wie ihr das damals erlebt habt oder heute vielleicht sogar noch, wenn ihr noch was jünger seid, 14, 15, 16, ja, sind ja einige so im Bereich 16, 17, die mir zuschauen. Einige Ältere sind auch dabei, das weiß ich auch, laut den Statistiken. Mit ein paar habe ich auch schon geschrieben. Aber das ist immer ganz cool zu wissen, wie das so bei den Leuten ist. Also das ist so das, was ich jetzt mal zu dem Thema loswerden möchte. Und ich möchte auch demnächst in einer Old But Gold Folge noch irgendein Need for Speed Teil zeigen. Ich weiß nicht, welcher es sein wird, vielleicht Most Wanted, vielleicht Carbon. Ja, vielleicht wird es auch Underground 2 sein, für mich der beste Need for Speed Teil bisher, der rauskam, weil man da einfach so krass tunen konnte. Also es gab für mich keinen besseren Need for Speed Teil als Need for Speed Underground 2, vor allen Dingen, weil es das erste Need for Speed war, was Open World war. Ich glaube, es war sogar das erste Racing Game, was Open World war. War einfach genial. Naja, in den nächsten Tagen kommen auf jeden Fall noch ein paar Vlogs. Ich werde so ein bisschen Ausrüstung mal vorstellen von mir, hat ja der ein oder andere mal nachgefragt. Werde ich zeigen, ja, noch ein Mountainbike-Video kommt noch, noch ein paar Gaming-Videos auf jeden Fall, da kommt noch einige Scheiße, ja, also Schissel, ja, wie ich ja so immer so schön sage. So, oder Snoop D.O.W.G. sagt das auch ganz gerne. So, Leute, haut rein, schreibt mir mal in die Kommentare, wie das damals bei euch war und ob ihr das vielleicht genauso empfindet mit Spiele von damals und heute spielen. Ja, schreibt es mir einfach mal rein. Bis dann, das Gameplay ist jetzt vorbei. Und ja, habt noch einen schönen Abend, Nachmittag oder Morgen, wann auch immer ihr das Video guckt. Ciao.